Heute öffnen wir einmal zusammen Maleficent Mavens. Ich habe hier einmal drei solche tollen Boxen für euch, die ich für euch einmal aufmachen werde. Ich habe für mich privat mir schon so ein bisschen was gegönnt, nämlich so ein Display hier. Da waren sechs solche Boxen drin, die habe ich privat aufgemacht. Ich werde euch gleich mal so ein paar Highlights zeigen, die ich aus den Boxen gezogen habe. Ich habe zwei davon aufgemacht. War jetzt nicht ganz so berauschend, aber dieses Set selber ist ziemlich cool. Denn da ist viel, viel Value drin, wenn man den denn zieht. Und da ist ein paar anderer Stuff drin. Das hier wurde wie immer gesponsert von Best Collect. Links in der Videobeschreibung. Checkt die Jungs auf jeden Fall mal aus, wenn ihr selber so coole Produkte haben wollt, wie das jetzt hier. Aber dann würde ich sagen, starten wir doch mal ins Opening rein und gucken mal, was ich hier rausziehen kann. Ist nämlich eigentlich ein ziemlich cooles Produkt. Also so sieht die Box einmal aus. Ich möchte aber ganz kurz erwähnen, dass ich diese Box vom Design her ziemlich, ziemlich cool finde. Denn die hat dieselbe Größe wie die Speedduel GX Midterm Box. Was ich ziemlich gut finde, denn das heißt, hier ist weniger Platz für Plastik. Denn ihr wisst es vielleicht noch aus den ganz anderen Boxen, die wir haben aus den Ghost Runner Pass Dingern, haben wir extrem viel Plastikmüll gehabt. Das ist also ziemlich, ziemlich nice, dass wir das hier nicht drin haben. Wir machen das Ding hier einmal offen und gucken mal, was wir so kriegen können. So, wir haben immer hier die Rückseite, da stehen noch so ein paar Informationen drauf. Denn wir haben das erste Mal ein Konami-Produkt aus dem TCG, wo wir nicht nur Booster bekommen, sondern auch Hüllen. Wir kriegen eins von sechs Hüllendingern. Da sind 70 Kartenhüllen drin, wie wir hier sehen können, was eigentlich ziemlich cool ist. Und das Boxdesign gefällt mir innen auch ganz gut, denn, machen wir kurz mal auf hier. Wir haben die Hüllen. In dem Fall hier so richtig schöne Hexwerker-Sleeves, also richtig, richtig nice. Die glitzern extrem krass. Und wir haben hier keine Pappe drin. Wir haben hier kein Plastik drin. Also wirklich nur Pappe. Wirklich halt schön minimalistisch designt. Ziemlich cool. Kann man auch gut Karten reinpacken. Und dann haben wir hier einmal vier Booster. Ich bin mal gespannt, ob wir was Cooles rausziehen können. Denn aus meinen Displays war jetzt nicht ganz so krass, ne? Vielleicht haben wir jetzt hier ein bisschen mehr Glück aus den drei Päckchen. Wir haben einmal Schwertseele, Großmeister, Ciao Ciao oder Chi Ciao. Dann Kräfteraum. Sehr, sehr cooler Reprint als Ultra Rare, genau. Als Ultra Rare richtig stark. Haben wir einmal das Monster, was ich nicht aussprechen möchte, aber auf jeden Fall eine sehr coole Karte. Haben wir einmal den leuchtlichen Götterschleim, eine sehr coole Karte. Und einmal den Duke Yule, den Tyrion. Coole Karte. Das Highlight natürlich hiervon ist tatsächlich das Skill Drain. Also das Highlight scheint immer so die zweite Karte von dem Set zu sein, also von dem Päckchen. Deswegen gucken wir mal, ob wir noch ein paar coole Sachen ziehen können. Ich habe da nämlich eigentlich nichts, was ich unbedingt halt brauche aus dem Set, aber es ist sehr cool. Hier, Millennium Euges Opfer, ein sehr, sehr cooler Reprint, denn die war ja vorher wieder schweineteuer. Dann haben wir einmal Überläufer, ein unglaublich geiles Pack. Widow Anchor, auch das war eine sehr teure Karte. Da haben wir einmal die Finsterseele Spielmarke, auch sehr, sehr cool. Und einmal Mehrzweck als Reprint. Das war ein sehr, sehr cooles Pack. Also, das hat mir gefallen. Das macht auf jeden Fall Bock auf mehr. Dann gucken wir doch mal das nächste Päckchen. Haben wir Aileron, das ist einmal die neue Skystriker-Karte. Dann haben wir einmal Kelbeck. Oh mein Gott! Da ist das Ding. Geiles Teil. Die Karte ist, glaube ich, aktuell so um die 20 Euro, also die kostet ein paar Euros. Ist natürlich der neue Support für das Ishizu-Deck-Thema, also die Anime-Karten, die halt Retreads bekommen haben. Sehr coole Karte auf jeden Fall. Haben wir Ducky, auch einen coolen Reprint. Entis, auf jeden Fall auch ein richtig starker Reprint. Und einmal Cheng Ying als Reprint, auch sehr, sehr cool. Dann machen wir das nächste Päckchen im Ofen. Und gucken, ob wir da weiter so geil ziehen können. Das ist ja bis jetzt ziemlich gut. Haben wir Auftauchen der Schwertseele und Cyberdrehsystem. Dann haben wir einmal den großen Longyon, haben wir Chaossiegerin. Und ein Held lebt. Das Pack war nicht ganz so geil. Jetzt habe ich ein bisschen gejinxt, glaube ich, ne? Okay, machen wir einmal unsere nächste Box auf. Denn wie gesagt, ich habe ja drei Stück davon. Und wir haben nochmal Witchcrafter Sleeves. Auch die finde ich sehr cool. Ich finde sie sogar noch cooler als die anderen, wenn ich ehrlich bin.
Und wieder haben wir 4 frische Päckchen. Und auf jeden Fall so ein bisschen Hype. Ich finde das Produkt eigentlich ziemlich cool, weil da wirklich viele generische gute Karten drin sind, die einfach jeder mal gebrauchen könnte. Deswegen auf jeden Fall nice to open. Fühlt sich auf jeden Fall gut an, ein paar generische Karten zu ziehen. Haben wir einmal den schwarz glänzenden Soldat, Soldat des Chaos als Ultra Rare. Der war ja lange Zeit Secret, dann Ghost Rare, Ulti, also crazy teuer. Nochmal Überläufer, nice. Dann Mitsuki, törichte Heimkehr und himmlisches Ass, himmlische Ass Hayate. Cool, cooles Pack wieder. Haben wir einmal Mudora, das Schwertorakel, auch eine von den neuen Ishizu-Karten. Haben wir einmal den schwarzglänzenden Soldat, Gesandter des Anfangs als Ultra Rare, ziemlich cool für Gold-Format. Wieder einmal das Raubpflanzenmonster, den repetierenden Schleim und einmal wieder den Duke. Den Pack haben wir fast genauso schon mal gesehen. Dann haben wir einmal Sieg als Reprint, der erste Reprint von Sieg. Cyber-Drehsystem, Witwenanker, Schwertseelenmacke, also Finsterseele und einmal Hajun. Sehr cool auf jeden Fall. Die Karte mag ich auch sehr gerne, die ist optisch auch sehr cool. Ja, sie gefällt mir. Und das nächste Päckchen haben wir immer wieder Auftauchen der Schwertseele, eine sehr coole Karte. Und da haben wir einmal Mudora. Dann wieder Bulle ein und dann haben wir einmal Bewertung der Schwertseele und einmal Ghost Match als Ultra Rare. Ja, das ist auf jeden Fall cool, dass sie jetzt ein Ultra Rare Print hat, der accessible ist für viele, die das spielen möchten. Dann letzte Büchschen, was wir so haben. Let's go. Box öffne dich. Zack. Oh, da können wir auch den Seas Geheimnisse machen, weil die Seas hier auf jeden Fall der Value sind. Wenn ihr Seas cool findet, by the way. Das sind ja, oh, mein Gott, Seas, nice. Das sind ja Seas, die es vorher nur im OCG gab, die wir jetzt im TCG bekommen haben. Aber es gibt natürlich auch OCG Seas, die ihr euch da kaufen könnt. Zum Beispiel jetzt hier die Pyroxene Seas zum Beispiel, die aus dem OCG gibt, sind 70 Dingern. Die gibt es auf Sleeve Chief, könnt ihr mal in den Videobeschreibung abchecken. Die haben auch so OCG-Seas, wenn ihr halt nicht nur die cool findet, sondern auch vielleicht andere davon haben wollt, die halt vielleicht optisch ein bisschen anders aussehen. Also ganz cool. Auf jeden Fall besorgen, wenn ihr die haben wollt. Dann letztes paar Päckchen. Dann haben wir einmal die Iris-Schwertseele. Dann haben wir einmal den blaugigen Abgrunddrachen. Wir haben Schatten einsperrender Spiegel als Ultra Rare. Wir haben einmal Shizuku. Und wieder ein Witwenanker. Ich glaube, die Karte wird nichts mehr werden, weil ich habe die auch schon irgendwie 20 Mal jetzt. Also sehr cool auf jeden Fall. Dann haben wir einmal Keldo, auch einer von den Shizu-Karten. Sehr coole Karte. Mudora, cooles Pack auf jeden Fall. Dann haben wir Ohmacht der Schwertseele. Dann Dracobeck, der jetzt hier einen Ultra-Rap-Print bekommen hat. Und einmal den reflektierenden Schleim. Auf jeden Fall kein schlechtes Pack. Geht auf jeden Fall deutlich schlechter. Geht natürlich auch besser, aber schlechter geht es auf jeden Fall auch. Amel Apulusa, auf jeden Fall ein sehr cooler Reprint mit dem alternativen Artwork. Ich persönlich mag das Original-Artwork ein bisschen lieber, weil ich den Bären ganz gerne mag. Aber das ist auf jeden Fall auch sehr, sehr cool. Haben wir einmal wieder den BLS, haben wir Hajun, dann Longyon und einmal Cerberus. Und das letzte Päckchen für heute, was wir uns einmal zusammen angucken werden. Mit einmal Schicksalsexplosion. Keldo nochmal. Haben wir einmal neue Inszenierung des Magiers. Dann einmal Himmeltigers Hayate. Und einmal Engage. Eine optisch, wie ich immer noch finde, sehr schöne Karte. Und das Coole bei Engage ist, es gibt auch Sleeves zu Engage. Ich habe ja ein bisschen mehr geöffnet als jetzt nur die drei Päckchen hier. Das heißt, ich habe auch die Engage Sleeves. Ich finde die halt ultra schön. Ja, die sehen wirklich nice aus. Guck dir mal. Ganz hübsch. Kann man auf jeden Fall machen. Für alle, die die Sleeves mal kurz im Video sehen wollen, wie das so aussieht. Also es gibt die Engage Sleeves. Es gibt von jedem Deckthema halt 3 Stück.
Also es gibt von jedem Deck mal zwei Stück. Zwei für Striker, zwei für Mayakashi und zwei für Witchcrafter. Ich habe tatsächlich alle gezogen. Da ist einmal die für Witchcrafter, die für Mayakashi und einmal die hier für Striker. Wenn ihr mich fragt, alles solide Optionen, die man benutzen kann, wenn man die Deckthemen gerne mag. Finde ich sehr coole Hüllen. Ist halt auf jeden Fall sehr schön. Dann wollte ich euch kurz nochmal so zeigen, was man so aus zwei Displays so ziehen kann. Hier sind mal so ein paar Karten, die sind so ein bisschen spannender. Das ist jetzt nichts Dramatisches, das sind alles so ein paar Bull-Karten, aber die cool sind, dass sie jetzt ein paar Prints bekommen haben, die wirklich cool sind, die wirklich auch dann hier Wildhacker Engage, aber jetzt auch im Playset dann den Ballsword, Anti-Spell, dann haben wir davon auch ein Playset. Ich habe auch sehr viele von den Ichizu-Karten gezogen, ich habe hier vier Stück davon, dann habe ich vier Stück davon, also auch die Mayakashi-Trap ist hier mit drin. Also sehr viel cooles Zeug, was man da so ziehen kann aus so zwei Displays. Und es gibt noch so ein paar Highlights, die ich gezogen habe. Die möchte ich kurz einmal zeigen. Einfach damit ihr die einmal gesehen habt. Weil ich finde, da kann man kurz einmal drüber sprechen. Also ich habe Tactics gezogen aus den beiden Displays. Dann habe ich einmal Impermanence gezogen. Auf jeden Fall auch ein sehr schöner Reprint. Habe ich einmal Entes gezogen. Die haben wir gerade auch schon gesehen. Also das ist auf jeden Fall sehr cool. Dann einmal Evenly Matched. Auch ein sehr cooler Reprint. Dann den Harpyen Federwisch in Ultra Rare. Auch sehr, sehr schön. Dann ein Lightning Storm. Einmal Überläufer und einmal der richtige Name. Wenn ihr jetzt denkt, hä, aber die Karte geht doch gar nichts. Das hier ist, für alle, die es nicht wissen, machen wir das ein bisschen so. Das ist eine Pharao, der heißt die, glaube ich. Also sie hat diesen Hieroglyphen-Effekt quasi im Hintergrund. Seht ihr das? Das sieht halt richtig fett aus. Ich finde das richtig, richtig nice. Ich mag auch, dass es bei der Karte passiert ist, weil das eine sehr schöne Karte ist. Das finde ich passt thematisch ganz gut. Aber ich habe gesehen, es gibt von diesen Karten sehr viele verschiedene, die ihr in der Rarität ziehen könnt. Also fand ich cool, dass ich euch mal zeigen kann, dass ich selber so eine gezogen habe, weil ich finde die Optik halt sehr, sehr cool. Und diesen Effekt, der ist so nice, ne? Und gerade auf dieser Karte finde ich es halt super, super nice. Ja, das soll es aber auch gewesen sein mit Maleficent Mavens. Da würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Guckt da auf jeden Fall mal rein. Bis dahin, haut rein. Tschüss.